Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve 2. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier tiefer in den Bunker eingedrungen und jetzt sind wir hier weiter auf Erkundungstour. Wir haben uns auch waffenmäßig aufgerüstet beim letzten Mal und wir haben neue Gegner kennengelernt. Und ja, muss kurz meine Uhr anmachen. So, und wir stehen jetzt hier wieder vor einem neuen Raum. Würde ich sagen, gehen wir da doch einfach mal rein. Oh, das sieht interessant aus. Das sieht echt futuristisch hier aus. Eine fette Tür, noch dazu verriegelt. Okay. Na gut, da kommen wir erstmal nicht rein. Was haben wir denn hier überhaupt? Mach die Karte. So, Leute, Control Room und hier sind Gegner drin. Was haben wir denn hier für Gegner drin? Hier ist eine Treppe, glaube ich, ja. Ah, Schleimdinger. Okay, Leute, wisst ihr was? Da die in deinem Umkreis da liegen, mach mal Combustion. Oh. So, okay, die sind schon mal Geschichte. Holy Kack, Kameras. Ah. Oh mein Gott. Oh, nicht den da oben. Oh, verdammt, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt zielt sie nämlich. Ah, genau, wir haben ja die 7 Schuss. Guck mal, wie Aya läuft. Ich drücke nur geradeaus und sie läuft im Kreis rum. Ja, das ist der Zustand. Kann ich hier irgendwie... Ja, ich kann nicht schießen. Nee, ich muss das wegmachen, Leute. Mach mal hier Dings mit der Ballismin. Ich muss das wegmachen, sonst kann die nicht zielen. Jetzt macht das Ding kaputt. So. Blöde Maschinen hier. Mensch. Ja, Leute, wie gesagt, also in der letzten Folge sind wir eingedrungen und ja, sieht alles sehr futuristisch hier aus. So, ein riesiger Schrank, was mag wohl drin sein? An das oberste Regal komme ich nicht ran. Okay, nichts drin also. Gut, Leute, was ist das denn hier für ein Ding? Was ist das für ein Apparat? Ja, das frage ich mich auch, Eier. Ich dachte, du könntest es mir sagen. Ach du Heilige, was ist das denn? Hinter dem Glas hängen große Leichen in Schutzwesten. Ach du Scheiße. Die sind tiefgefroren. Ich spüre die eisige Luft. Ei, 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 ei. Sie ähneln dem Affen, gegen den ich gekämpft habe. Also Nummer 9, ja? Auf dem Monitor wird eine Art EKG angezeigt. Schilder mit der Aufschrift Golem und einer Nummer. Ach du Kacke. Das EKG zeigt keine Änderung. Tiefgefroren? Tiefgefrorene Leichen. Ich habe genug gesehen, ja ich auch. Ich will mit denen nichts zu tun haben. Ach du Kacke, Leute. Die haben hier irgendwelche OP-Soldaten. Nee, nicht Soldaten, aber... Ja, irgendwelche... Leichen eingefroren und... Oh Gott, ich will nicht, dass die aufwachen. Okay, Leute, das ist sau beunruhigend. Gehen wir mal bitte mal wieder hier raus, ey. So. Boah, Leute. Ist schon heftig, ja? Gut, Leute, wisst ihr was? Ich glaube, ich muss mal ganz kurz hier einen kleinen Schluck trinken. Eine Sekunde. So, Rheinfels-Lemon, bestes Getränk ever. Ja, die sind hier schon echt gut vorbereitet für alles. Also muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Gut, Leute. Gehen wir jetzt mal hier in diese Tür rein. Was ist das? Tiefgarage. Zu. Okay, Leute, dann wisst ihr was? Dann, ja, bleibt uns ja quasi nur noch hier oben das... Gut. Desinfektionskammer, was? Okay. Das ist wirklich was mit Viren hier. Eine Desinfektionskammer, Leute. Die hantieren mit Viren rum. Wie wir in der drittletzten Folge von Kyle erfahren haben. Ein großer Schrank. Bioschutzkleidung. Hm, Schutzkleidung. Ein Schrank mit Biokleidung. Leider verschlossen. Könnten wir hier gebrauchen für die Corona-Krise. Aber das ist ja so ähnlich, ne? Die hantieren hier auch mit Viren rum. Ach du Kacke, ey. Schrank mit Biokleidung leider verschlossen.
Das sieht schon heftig aus hier. Was ist das hier? Out. Lässt sich nicht öffnen. Was ist das hier für ein Computer? Eine Kontrolltafel. Damit werden die Drucktüren gesteuert. Da blinkt was. Desinfektion angehalten. Laborbereich abgesichert. Bitte eintreten. Scheint alles okay zu sein. Eine Kontrolltafel. Alles in Butter. Ja gut, wenn du das sagst, Eier, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier in diese Desinfektionskammer rein. Zum Laborsektor. Zentrale benachrichtigen und Schutzkleidung tragen. Ich hoffe, die Anlage ist außer Betrieb. Sinnlos, sich jetzt Gedanken darüber zu machen. Ja. Okay, du bist jetzt hier in so einer Gaskammer drin. Das gefällt mir gar nicht. Die Sprechanlage ist mit dem Kontrollraum verbunden. Die Frage ist, mit welchem Kontrollraum? Eine Sprechanlage, glaube ich zumindest. Ach du Kacke, ey, geh schnell hier raus, Leute. Wirklich, was ist das da? Abfallschacht. Hier steht geschlossen. Ein verschlossener Schacht. Ach du Kacke, schnell raus hier aus dieser Gaskammer. Achtung, biologische Gefahrensuche Stufe 3. Holy shit. Ach du Kacke. Boah, wir kommen immer näher an irgendwas Biologisches, ey. Zumindest schon mal ein Telefon. Ob es extern verbunden ist? Die MITF merkt, wenn Anrufe abgehört werden. Ich rufe an. Ja, dann rufe an. Wolfin. Aha, sie haben den Bunker gefunden. Hinter einem Stollen? Sie haben recht. Sieht verdächtig aus. Untersuchen Sie den Ort. Ja, okay, Leute. Das machen wir. Na, lass das. Ich mache hier einfach einmal in Safe State. Genau, Leute. Wir untersuchen weiter den Ort. Was haben wir denn hier? Hier ist eine Kiste, ne? Eine robuste Kiste. Granaten, sehr geil. Nimm alle bitte. Nein, das war falsch. So, 37, genau. Und Bugshots. Jede Menge. So. Ja gut, 13 Bugshots. Gut. Mehr können wir nicht mitnehmen. Alles klar. Boah, wo sind wir denn hier? In einem Laborbereich, also. Okay. Achtung, ja gut. Gehen wir mal hier rein. Oh. Eine Cutscene, Leute. Sei brav und mach auf. Drin ist es gefährlich. Sie ist hier drin. Sie hat die Tür verschweißt. Okay. 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 Ach du Scheiße. Was ist das denn? Hey. Der Sound war ein bisschen verbuggt. Du Heilige! Schon wieder dieses Kind. Ach du heilige Kacke, was war das denn da gerade? Holy shit, also das Kind war hier und diese Schleifspur da, beziehungsweise dieses kaputte da, ist von diesen Typen, die das Kind verfolgt haben. Boah, das ist auch interessant, Leute. Ist auch spannend. Auf jeden Fall geht's hier rechts rein. Da ist das Kind reingelaufen, ne? Genau, da ist das Kind drin. Hm, wo mal so eine fette Tür. Verdammt, verriegelt. Och nö. Da ist doch das Kind reingelaufen, Level 6. Na ja, gut, okay, Leute. Wir erkunden mal das Ding hier weiter. Ja, das Kind war hier. Okay, jetzt wissen wir's auch. Der Lift führt nach unten. Ein Lift. Nach unten. Die
Musik hier ist schon echt krass. Okay, wo sind wir? Ach du Kacke. Noch ein Stockwerk. Wie zwei Shelter. Verdammt interessant. Eine ziemlich robuste Tür. Kommst du auch nicht rein. Gut, die sind auf jeden Fall Gegner. Oh nein, nicht schon wieder so. Oh, und ein dicker. Okay. Dann mach mal hier oben das Ding kaputt. Und noch einmal drauf. Und da oben das. Ah, verdammt. Oh, bist du müde? Der Dickerchen ist müde. Naja, gut. Gut, dann lege ich dich erstmal schlafen, ja? Und zwar für immer. So, dann geh mal. Gute Nacht. Du bist müde, also du kannst gerne schlafen. So. Diese Dicken, ey, die sind so heftig. Die sind so geil. So, wir müssen uns heilen. Ah, jetzt hängen hier überall diese Maschinen rum. Ich verstehe. Okay. Also, irgendwas wird hier beschützt. Gut, hier gibt's nichts. Alles klar. Kläranlage, Leute. Boah, das wird eklig. Gibt's hier irgendwas? Nichts. Einfach nur ein Gang und keine Gegner. Was? Ihr habt doch gesagt, keine Gegner. Was ist das denn? Was sind das für Gegner, Leute? Was ist das? Sind wir jetzt hier auf der Kirmes oder was? Ah, Moment, gegen die hilft, glaube ich, hier. Das hier, Combustion. Los. So, genau. ja, die sind ziemlich... so Fischmonster. Ach du Kacke, Leute. Oh Mann. Komm hoch. Ich fühle mich wie auf der Kirmes jetzt gerade hier. Na komm. Die machen auch so geile Geräusche. Batz. So, Leute. Der Kopf fliegt quer durchs Bild. Was ist das denn? Die neue Gegner. Ah, Firefly. Moment. Die brauchen Fireflies. Gut, wisst ihr was? Da ich ja noch einen Platz hier drinne habe, nehme ich mal die Bugshots hier mit rein. Genau. Das ist doch gut. Das ist doch das Beste so. Oh, neue Gegner hier. So komische Fischmonster. Okay. Die Entwickler sind bescheuert. Wie kommt man auf so ein Aussehen? Und auf so Geräusche vor allem. Okay, Hauptkorridor. So. Da sind noch mehr von denen. Oh. Oh. Ja, okay. Ich habe jetzt aber Fireflies hier. Da ist er. Einer. So, was bringen denn die... Oh, geil. Die Fireflies sind richtig gut. Und die schießen mit so komischen Stromschnipseln hier. Und die machen ziemlich viel Schaden. Aber Firefly gegen die... Boah, richtig nice. Habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass die Fireflies so viel bringen. Gar nicht mal schlecht. Okay, Leute. Wir haben wieder so viele Gänge. Eieiei, okay, dasselbe wie oben also, ne? Wenn wir hier gucken, oben. Hier sind wir ja reingekommen, ne? Mine, Mine. Oben B1 und dann hier jetzt. Gut, würde ich sagen, gehen wir wieder von unten nach oben. Also erstmal das hier gucken. Was ist das? Ark. Okay, Ark, Leute, eine Arche. Das ist ein Aufzug, ne? Ein Aufzug. Keine Reaktion. Okay, der geht schon mal nicht. Alles klar. Das schränkt die Räume ja ein, die Möglichkeiten, ne? Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier rein. Was haben wir denn hier? Tierzucht. Oh, das hört sich nicht gut an, Leute. Tierzucht. Ach du Scheiße. Oh, was geht denn hier ab? Hört ihr das? Aya, willst du das lesen? Ein Kabinett. Ob hier drin? Hey! Eine Cola, geil. Sehr schön. Ansonsten nur Futterlisten.
Ach du Scheiße, was? Boah, die Affen da, ey, oder Tiere, oder was das ist. Ach du Scheiße, ey. Boah, ich hab grad schon eine Gänsehaut. Die Geräusche, Geräuschkulisse, ne? Puh, okay, Futterlisten mit Notizen liegen verstreut. 16. Januar. Könnt ihr bitte aufhören? Als ich heute früh kam, haben die Schimpansen getobt. Die zweijährige Schiss, cooler Name, blutete aus den Augen und war tot. Sie war ein kluges Kind, ich mochte sie sehr. Oh Leute, hört auf! Ihr macht mir Angst. Als ich ihre Leiche sah, war ich entsetzt. Der Kopf war angeschwollen und die Augäpfel hingen heraus. Oh Gott. Ich bereue, dass ich ihr kein Wasser gab. Ich hoffe, dass sie in den Himmel kommt. 17. Januar. Dr. Bowman vom anderen Institut ist heute angekommen. Er war schon öfters hier, ich mag ihn nicht, weil er mit seinem gläsernen Blick überall herumschnüffelt. Aber heute war er ganz anders drauf. Nachdem er mich gegrüßt hat, lief er zum Käfig von Schiss. Er murmelte etwas vor sich hin und startete Versuche. Ich bat ihn damit aufzuhören, jedoch vergeblich. Dann fing er an, wie verrückt zu lachen und hielt meine Hand. War das Experiment erfolgreich? Ich riss mich von ihm los. Entgegen meinem Wunsch, Schiss zu bestatten, wurde sie entsorgt. Oha, einen Monat später. So ein kleines Tagebuch hier, was hier abgegangen ist. Krass. 24. Februar. Bowman übernachtet jetzt hier. Oh Leute. Oh, die Geräusche sind so hart. Um Experimente zu machen. Sein Spezialgebiet sollen die Mitochondrien sein. Okay. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Seine Aufgabe? Die Erschaffung von einer künstlichen Menschheit. Okay. Ich sollte das Projekt für den militärischen Bereich umsetzen. Das erklärt die ganzen Waffen hier, ja. Diese Golems sind Leichen von Soldaten. Och du Himmel, ey. Die Leute, die wir da oben in dem Gefriertank da gesehen haben. Heiliger Kack. Eine kurze Pause. So, Leute, ja, da bin ich wieder. ja, meine Frau ist gerade gekommen und... Ja, zur richtigen Zeit, ey, sonst wäre ich hier kaputt gegangen dran. Also, ich musste mal ganz kurz durchatmen und... Ja, ich verdanke der Organisation viel, aber das geht zu weit. Wir haben auch noch ein kleines Privatkonzert hier gehabt. Unsere Nachbarn haben eine Karaoke-Maschine und die haben angefangen zu singen. Deshalb, ja. Und ja, gut, dann machen wir mal hier... Oh, Leute. Mich gerade wieder dran gesetzt und schon kriege ich wieder Schiss, ey. Die Vorstellung des Übermenschen. Auch wenn er zugrunde geht, ein Mensch sollte Mensch bleiben. 8. März, genau, wir haben ja hier im Januar angefangen. Ein großer Container traf ein. Drinnen tobte etwas. Ich sah hinein und entdeckte Dr. Bowman. Ach du Kacke. Okay. Der Golem Nummer 9, der ihn herbrachte, erzählte freudig. Dr. Bowman hätte sich Mitochondrien gespritzt. Okay, das ist eklig, Leute. Um Experimente mit ANMCs selbst durchzuführen. Er hatte Ausschläge am ganzen Körper. Ekelhaft. Ach du Scheiße, was ist so krank, was hier abgeht? 14. März. Ich sorge mich um Bowman. Oder was davon noch übrig ist. Ihm wurden künstliche Organe und Knochen implantiert. Er blödelt herum, scheint aber keine Schmerzen zu haben. Dann fängt er plötzlich an zu heulen. Aha, daher also der Psychiater. Klar. Eine Sekunde, ich muss mal ganz kurz... So. Oh. Boah, diese Tiere, ne? Boah. Außerdem frisst er jeden Tag stinkendes Fleisch. Ich mache für heute Schluss, weil mir schlecht wird. 12. April. 3 Monate schon, okay. Bowman scheint sich heute nicht wohl zu fühlen.
Er friert und will in die Nähe der Heizung. Wenn der rumschreit, werden die Schimpansen ängstlich. Deswegen lasse ich den 3 Meter großen Riesen aus seinem Käfig. Jetzt hockt er an der... Uff. Okay. Ab hier ändert sich die Schrift. Die ANMC, die meine Vorgängerin getötet hat, ist noch flüchtig. Sie war eine tolle Frau. Wirklich schade um sie. Nummer 9, sucht dieses Monster. Aber ich glaube, es ist tot. Oh. Moment. So, die neuen ANMCs werden im Westflügel untergebracht. Deswegen brauche ich nur zu sehen, wie sie krepieren. Okay. Ab hier folgt nur eine Futterliste. Boah, das ist ganz schön creepy, Leute. Ganz schön creepy. Boah, dieser Bowman. Er hat Mittel und Zweck einfach verwechselt. Ein Teufelswerk. Ich will es nicht mehr lösen. Ja, ich auch nicht. Ah ja, gut, dass du da aufhörst. Was ist das da? Ach, das ist dieses Heft. Das ist das Heft da. Ja, ja, das ist das, okay. Oh, Leute. Also, die experimentieren hier auf jeden Fall mit diesen Viren. Und der Käfig ist offen. Das Tier muss geflohen sein. An ihrer Käfig. Oh, Leute. Oh. Ach du Kacke. Oh, was ist hier los, ey? Was für ein Gestank. Was ist hier drin? Oh mein Gott. Ein toter Schimpanse. Sein Hirn scheint geplatzt zu sein. Toter Schimpanse. Das ist heftig, ja. Krass. Okay, was haben wir hier? Am Käfig steht Hanna. Was ist hier drinne? Kabel aus dem Kopf. Ein Schimpanse mit einem Helm. Armes Tier. Sieht wie benommen aus. Schimpansenkäfig. Ja, das habe ich hier gelesen, dass es hier Schimpansen... Oh Mann, Leute. Und diese Schiss, die sie da entsorgt haben. Ja, wo haben sie die entsorgt? Was ist in diesem Käfig? Ein Javaner-Affe. Was macht er? Er frisst... Oh mein Gott. Er frisst seine Finger. Oh, Leute, ihr seid doch bekrankt, seid ihr hier wirklich. Er hat ja fast keine Finger mehr. Ich kann es... Ach du Scheiße, ich kann es auch nicht mehr sehen. Ah ja. Los, geh. Ich glaube aber, es wird noch schlimmer. Was ist hier drin? Hier kriechen unzählige rosarote Viecher. Das sind Nacktmäuse für Versuchszwecke. Komisch. Sie zucken alle wie verrückt. Oh, Leute. Ein Käfig mit verrückten Nacktmäusen. Ei, ei, ei. Was haben wir hier? Ha. Ist es so still? Was ist hier drin? Versuchsratten. Sie fressen was. Oh nein. Sie fressen sich alle gegenseitig. Oh, oh Leute. Was macht ihr denn hier? Das ist doch nicht mehr normal. Hier sehe ich aber auch so Eier. Ach du Heilige. Was ist das für ein Lärm? Heilige Ein Javaner-Affe mit heraushängenden Augen. Alter, Freakshow hier, ey. Es schäumt aus dem Mund. Ach du Scheiße. Ich halte Abstand, um nicht gebissen zu werden. Ach du Heilige, ey. Das ist so krank. Das ist krank, Leute. Mittendrin eine Munikiste. Wie kommt sie hierher? Ja, das ist eine militärische Anlage, Eier. Oh Gott. Hackfleisch und Fisch. Okay. Ja, gut. Oh. Ist schon heftig, ja. Säcke mit Mäuse- und Hundefutter. Pulvermilch, Käse, jede Menge Konserven. Wohl das Futter für die Tiere. Was für ein Durcheinander. Dosen liegen auf dem Boden. Das Zeug muss schon über eine Woche hier liegen. Ein Futterschrank. Ja, Anfang des Jahres ist hier ziemlich viel abgegangen, Eier, wie du gelesen hast, ne? Das Essen liegt verstreut. Das waren bestimmt ANMCs. ANMCs, Leute, neue Sorte.
Gut, in den Glaskästen sind Wachstumspillen. Ein verdreckter Küchentisch. Ja, das sehe ich auch so, Eier. Boah, das sieht schon echt eklig hier aus, ne? Das ist... Was? Oh Gott, was? Was? Oh, boah, hab ich mich erschrocken, ey. Dumme Würmer hier, wirklich. Oh, die Fireflies am besten für die. Die sind nämlich richtig ekelhaft. Oh, hier sind Gegner drin. Verdammt nochmal. Da erschrecken die mich einfach. Haha, schaut mal, die brennen schön. Haha, die brennen schön. So, weg mit dir, blöder Wurm. Den lasse ich einfach verbrennen. So, da verbrennt er schon. Sehr gut. Oh, hab ich mich gerade erschrocken, ey. Also wirklich. MP Wasser 2. Oh, das nehme ich. Tauschen. MP Wasser 1. Das hier. Benutzen. So. Boah, kann auf einmal so Würmer raus. Oh. Oh Mann, Leute. Das ist schon echt... ein beißender Gestank. Was wohl in diesem riesigen Käfig war? Ein Mensch? Die Haare auf dem Laken sind von einem Menschen. Da steht ein Name. F. Bowman. Eieiei, wie bestialisch. Dieser Bowman also. Was ist das denn da? Sieht aus wie Pizza. Sie ist noch unberührt. Ja. Willst du Eier? Hast du Hunger? Ein Pizzakarton. Schade. Okay, gibt es hier noch irgendwas? Nee. Okay, alles klar, Leute. Eine leere Dose. Da ist was drin. Ja, okay. Beruhigungsmittel, aber das brauche ich nicht unbedingt. Oh, ich will hier raus, ey. Ich guck noch kurz schnell, was das hier ist. Gibt es hier irgendwas? Was ist das für ein bestialischer Gestank? Wer oder was hat dieses Laken benutzt? Ich rühre es nicht an. Ja, ich verschone dich auch damit, okay? Gut, Leute, ich will unbedingt hier raus. Das ist so ein creepy Raum hier. Oh, geh bloß weg. Ist hier noch irgendwas? Nein, okay. Dann geh da raus. Los. Oh. So. Was haben wir hier? Hier gibt es nur einen Gang. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hin. Oh! Oh, oh Gott. Leute. Ey. Oh, was ist das denn? Was ist das für ein Ding? Oh, das ist... Das könnte der... Du. Du bald sterben. Er kann sprechen. Vielleicht weiß er was. Natürlich weiß er was. Ah ja, das ist Bowman. Verdammt nochmal. Oh, das... Was für ein Jumpscare hier drin, ey. Wirklich. Naja, gut, Leute. Das ist gerade ziemlich heftig. Naja, gut, Leute. Da lacht die Frau, ja klar. Nein, nein. OP-Raum. OP-Raum? Hm, der erste Traum, den wir hatten. OP-Raum, Leute. Alles klar, versperrt. Hier ist ein ID-Schloss. Die Tür, was? Eine Tür mit ID-Schloss, die ist verriegelt. Ach du Scheiße, Leute. Okay, dann müssen wir wieder zurück. Und alles voll. Da, seht ihr das? Da, dieser rote Punkt. Ist er nach oben? Er scheint etwas zu wissen. Ja, natürlich weiß er was. Das ist Bowman, Leute. Verdammt nochmal. So. Da klingelt jetzt auch meine Uhr schon. Boah, was für eine interessante Folge, Leute, wirklich. Und, ja. Boah, das ist ziemlich brutal, was die hier machen. Wirklich ziemlich eklig. Und wir sind also hinter einem Bowman hinterher. Okay, ich verstehe. Es war also ein Wissenschaftler hier. Alles klar, Leute, gut. Ja, dann würde ich sagen, wie es jetzt weitergeht, würde ich sagen, sehen wir das nächste Mal. Ja, wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, lasst doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, ne? Tschüss, tschüss.